willkommen in meinem Standpark. Hier gibt es keine Regeln, dafür muss man aber aufs Ganze gehen. Aufs Ganze gehen, nichts leichter als das. Das ist Demo Derby Stunt Zone. Heute findet hier ein Weitsprung-Wettkampf statt, um die Trucks auf die Monster Truck Inselwettkämpfe vorzubereiten. Okay, Leute, los geht's. Sicherheit geht vor, ich mach den Anfang. Die Regeln sind einfach. Die Trucks treten nacheinander an und müssen im Pokal landen, um im Rennen zu bleiben. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt. Five Alarm! Bahnfrei für Hot Wheels! Wow, was für ein perfekter Start! Five Alarm gelingt eine Punktlandung auf allen vier Reifen! Ha, so geht das! Tiger Shark. Bahnfrei für Hot Wheels. Oh, Tiger Shark ist übers Ziel hinausgeschossen und gegen die Anzeigetafel gekracht. Das war wohl nix. Wie konnte ich das Ziel verfehlen? Oh nein! Bone Shaker. Bahnfrei für Hot Wheels. Daneben, statt im Ziel zu landen, hängt Bone Shaker lieber ab. Gibt's da unten was Interessantes zu sehen? Kann mir mal jemand helfen? Oh nein! Demo Derby. Bahnfrei für Hot Wheels. Nicht schlecht. Demo Derby legt eine lässige Wheelie-Landung hin. Das macht mir keiner nach. Oh yeah! Niemand ist cooler als ich. Ich spare mir meine Sprüche fürs Rennen auf. Okay, es wird Zeit, einen Gang hochzuschalten. Five Alarm! Bahnfrei für Hot Wheels. Wie peinlich. Five Alarm schießt durch den Feuerring, aber verfehlt den Pokal. Mist, eine volle Reifenlänge daneben. Oh nein! Demo Derby. Bahnfrei für Hot Wheels. Hammer Sprung! Demo Derby gewinnt diesen Wettkampf mit einer treffsicheren Landung. Oh yeah! Gewonnen! Das war eine 1A-Spitzenlandung! Sicher, aber bei den Monster Trucks Inselwettkämpfen mache ich dich platt. Wer es glaubt, der Stuntreifen gehört in meine Stuntanlage. Hey, Trucks, seht euch das an! Heilige Pommes! Buns of Steel schafft es in den Pokal, während Mattel Dream Mobile auf dem Boden landet. Gilt ja auch die 5-Sekunden-Regel? Nicht schlecht, was? Wir können auch aufs Ganze gehen. Wahnsinnssprung, Kleiner, kann sich sehen lassen. Diesen bombenmäßigen Stunts nach zu urteilen, werden die Monster Trucks Inselwettkämpfe rocken. Mal sehen, was Demo Derby Stuntanlage zu bieten hat. Als erstes müssen die Trucks auf den Grind Rails genug Geschwindigkeit aufnehmen, um einen Tabletop hinlegen zu können. Dann geht es Kopf über die Rampe runter und über die Ziellinie. Auf geht's! Runde 1. Demo Derby. Gegen Hall Yaw. Bahnfrei für Hot Wheels. Was für ein Start in den Wettkampf. Hall Yaw verliert auf den Grind Rails die Kontrolle und stürzt beim Tabletop-Sprung in die Tiefe.
Demo Derby taumelt in die nächste Runde. Ich gebe alles. Invader. Gegen Tiger Shark. Bahn frei für Hot Wheels. Nicht schlecht. Invader geht in Führung, vollführt dann aber einen Hechtsprung in die Tiefe, wodurch Tiger Shark ungestört über die Ziellinie purzeln kann. Ich bringe euch zum Rasen. Mega Rex gegen Five Alarm. Bahn frei für Hot Wheels. Kann jemand den Krankenwagen rufen? Five Alarm hält dem Druck nicht stand und kracht gegen das Warnschild, während sich Mega Rex seinen Weg ins Halbfinale kämpft. Ich mach euch zu Schrott! Gegen Bone Shaker. Bahn frei für Hot Wheels. Ein Fotofinish. Bone Shaker geht erst in Führung, wird dann allerdings beim Tabletop von Torque Terror überholt und verliert das Rennen um Haaresbreite. Ich dreh voll auf. Demo Derby gegen Tiger Shark. Nimm dich vor diesen Dingern in Acht. Ja klar, viel Spaß damit. Ich gewinne trotzdem. Bahn frei für Hot Wheels. Demo Derby überquert als erster die Ziellinie. Tiger Shark rast unkontrolliert auf den Abgrund zu und endet im Graben. Demo Derby springt kopfüber ins Finale. Ich gehe aufs Ganze und du nach Hause. Mega Rex gegen Torque Terror. Ich, Mega Rex, ich aufs Ganze gehen. Ich den Cup der Titanen gewinnen. Wie du meinst. Lass uns anfangen. Bahn frei für Hot Wheels. Oh nein, Mega Rex. Er liegt meilenweit in Führung und vermasselt dann den Sprung. Torque Terror kann ganz gekonnt die Ziellinie überqueren. Hä? Den habe ich alt aussehen lassen. So, Leute, unsere Finalisten sind bis an ihre Grenzen gegangen und stehen jetzt kurz davor, den Cup der Titanen nach Hause zu holen. Das ist sein Revier und er hat nicht vor, sich diesen Pokal entgehen zu lassen. Demo Derby. Demo Derby. Er ist der Neue unter den Trucks, gehört aber jetzt schon zu den Coolsten. Der radikale Rookie, Torque Terror. Bahn frei für Hot Wheels. Was für eine Sensation. Torque Terror gewinnt den Cup der Titanen.
Demo Derby liegt in Führung, schneidet Talk Terror in der Luft den Weg ab und knallt aber gegen das Warnschild. Jetzt muss Talk Terror nur noch die Ziellinie überqueren. Ich war mir so sicher, dass ich gewinnen würde. Ich fass es nicht, ich hab gewonnen. Tolles Rennen. Talk Terror, wie ist es dir gelungen, deine Konkurrenz abzuhängen? Ich habe einfach so getan, als wäre ich Demo Derby und bin so schnell und extrem gefahren, wie ich nur konnte. Wer gewinnt die Monster Trucks Inselwettkämpfe? Die Trucks natürlich. Das war's mal wieder für heute. Bis zum nächsten Mal beim Wettkampf der Titanen. Camp Crush Campers, ich stelle vor den Chaosberg. Ich liebe Chaos. Hey! Also, dieser Berg hat mehr Chaos in sich als eine Monster Truck Rally auf einer Dynamitveranstaltung. Und auf dem Gipfel ist der unfassbare Schrottplatz. Vielmehr ist es Bone Shakers Schrottplatz. Ja, meine Güte. Easy peasy. Der Cup gehört mir. Nur wenn du mich besiegst, was du nicht tun wirst. Nicht so schnell, Race Ace. Dieses Mal haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet. Aufpassen! Ich will raus! Dieses Jahr hebt Camp Crush das Crashen und Zertrümmern und Crash Chaos auf ein ganz neues Niveau. Dieser Ort ist mit mehr Gefahren vollgepackt, als in einem Kofferraum passen. Schwindelerregende Höhen, Tricks und Fallen und ungeahnte Wendungen, die man nie kommen sieht. Also, was ist das große Ding? Dieses Mal rast ihr in Zweierteams zum Gipfel. Wie bitte? So ist es. Es gibt keine bessere Art, seinen Weg durchs Chaos zu krachen und zu crashen, als mit deinem Partner. Los geht's! Als erstes Race Ace und Tiger Shark. Herausforderung angenommen. Five Alarm und Gangster. Im Ernst? Hast du Angst, dass ich dich in den Schatten stelle? Du bist angeschleimt. Nicht, wenn ich dir Feuer mache. Bigfoot und Bone Shaker. Verdreschen und zertrümmern. Hier kommt der Kracher. Und Demo Derby und Mega Rex. Zertrümmern und brüllen. Lebe schnell und lass es krachen. Im Teamwork-Modus. Yeah. Eure erste Herausforderung hat es echt in sich. Ihr müsst es bis zum ersten Checkpoint schaffen. Eine falsche Bewegung und es ist vorbei. Die ersten beiden Teams, die es durch alle Checkpoints zum Schrottplatz auf dem Gipfel schaffen, qualifizieren sich für den Champions Cup. Die einzige Bedingung ist, dass beide Teammitglieder den Checkpoint erreichen müssen. Es heißt also, zusammenarbeiten. Alles klar! Oh, eine Sache noch. Das erste Team, das den Schrottplatz erreicht, erarbeitet sich einen großen Vorteil im Champions Cup. Also, gebt alles! Los! Ihr seid dran, ihr Zertrümmerer! Denkt dran! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Vielleicht hätte ich Ihnen etwas über die versteckten Monster auf dem Chaosberg erzählen sollen. Naja, Sie werden es schon rausfinden. Race Ace und Tiger Shark fahren in den wilden Wald. Haltet die Augen nach Fallen offen! Yeah, baby! Nicht schlecht! Wow! Herausforderung! Da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Wow! Yeah. Mach einfach das, was ich mache, und wir sind in 0, nichts am Checkpoint. Wow, seit wann hast du hier das Sagen? Vertrau mir, Bone Chakalaka, ich hab's im Griff. Es heißt Bone Shaker. Hä? Eine Umleitung? Das fühlt sich nicht gut an. Oh, komm schon, du Oldtimer. Hast du Angst? Folge dem Anführer. Oh, ich bin der Anführer.
das, du Felsbrocken! Das haben wir in der Tasche, Megarex! Mach's gut, Baum! Oh, bester Tag aller Zeiten! Megarex und ich werden sowas von gewinnen! Gemeinsam sind wir eine unaufhaltsame Kraft der puren Ehrfurcht! Hey, da ist es ja! Also los, mein Großer! Lebe schnell und lass es krachen! Oh. Lebe schnell und lass es krachen! Wow! Oh, wow! Ich liebe den Geruch von frischem Schleim am Morgen! Igitt, was stinkt hier so? Schleim, Schleim, Schleim! Gangster, du stinkst! Das ist der Geruch des Sieges! Oh, du musst den Gestank irgendwie loswerden. Was ist das denn hier? Es wird Zeit für eine Autowäsche. Nein, nein, nein! Sieht so aus, als ob Gangster und Pfeifalarm auch daran arbeiten, ein Team zu werden. Moment mal, etwas stimmt nicht. Wir sollten umkehren. Ist bei dir der Vergaser falsch rum eingebaut, dann verlieren wir doch. Und das wird nicht passieren. Wir gewinnen das Ding hier. Verdreschen und zertrümmern. Aha, es gibt keinen besseren als Bone Shaker. Hey, Demo Derby, wir kriegen Gesellschaft. Auf geht's! Ich kann nicht. Warum nicht? Ist doch nur eine kleine Brücke. Genau, eine kleine Brücke ist der unkrasseste, am wenigsten tolle, total krachtastischste Weg darüber. Das ist einfach nicht mein Ding. Und außerdem geht es da echt weit runter. Lass mich einfach hier in Ruhe rosten. Eine Sekunde mal. Ich habe gerade einen Gedanken, aber mit Bildern. Eine Idee? Ja, warte her. Was sagst du dazu? Ist das cool oder was? Ja, das sollte genügen. Bereit für ein paar epische, krasse, total wahnsinnige Moves? Darauf kannst du wetten. Dann lebe schnell und mache hart. Unsere ersten Sieger, Demo Derby und Megarex, durch Zerschmettern und Zerstören seid ihr gerade einen Schritt näher zum Schrottplatz und zum Champions Cup gekommen. Alles klar. Das war episch. Nicht schlecht. Das dritte Team am Checkpoint, Pfeifalarm und Gangster. Wow, was ist denn mit dir passiert? Ich wurde gewaschen. Ach, beruhige dich, du großes Baby. Ich bin sauber. Ich bin sauber. Wir sind die Letzten? Das ist doch Blödsinn. Wow, was ist denn mit euch passiert? Teergruben. Teergruben? Es gab Teergruben und ich bin sauber? Teergruben? Es gab keine Teergruben bei dieser Herausforderung. Ihr müsst ja echt vom Weg abgekommen sein. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt. Ihr habt es alle durch den ersten Durchgang zum Checkpoint geschafft. Aber denkt dran, wer auch immer es zum Gipfel schafft, gewinnt. Camp Crush fängt gerade erst an. Geht nur mir das so oder ist alles noch viel verrückter geworden, seitdem wir den Superhai eingefroren haben? Nein, nicht nur dir. Kopf hoch! Echt jetzt! Das ist Fritz, das Maskottchen des Vergnügungsparks. Aber wie ist er hierher gekommen? Viel wichtiger ist doch, warum sollte jemand einen Park fürs Vergnügen bauen? Passt auf, Roboterhund! Moment, Roboterhund? Also der ist definitiv nicht von hier. Hallo!
ziemlich schwierig, zum Megabusch-Hauptquartier zu gelangen, wenn die Straßen nicht mitmachen. Das ist fast wie in einem Videospiel. Mit einem Unterschied. Ich bin sicher, wir kriegen hier keine extra Leben. Ist das alles Teil von Novarts Plan? Das wissen wir nicht. Er hat den Tetraflammverstärker auf dem Dach der ultimativen Garage stehen, aber... Wir können uns nicht sicher sein, ob diese Anomalien ein Teil oder Nebeneffekt sind. G-Riders, was ist bloß heute in Hot Wheels City los? Alles schien völlig normal, also hat mich Mom G rausgeschickt, um ein paar Snacks zu holen. Und plötzlich ist auf den Straßen der absolute Wahnsinn los. Check zum Beispiel mal diesen riesen Strandball. Schickt mir eine DM oder schreibt in den Chat, wenn jemand von euch weiß, was es mit diesem ganzen Irrsinn auf sich hat. Er erzeugt einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Was? Woher weißt du das? Die Anomalien. Das sind nicht nur Dinge aus Hot Wheels City. Diese Dinge kommen von wer weiß woher oder wann. Zum Beispiel der Riesenhai. Ich vermute, dass diese Spezies seit über 100 Millionen Jahren ausgestorben ist. Er ist aber ganz schön nervig dafür, dass der so alt ist. Navarre versucht garantiert noch etwas viel Größeres herzubringen, um dann ganz Hot Wheel City zu erobern. Wir müssen ihn aufhalten. Dann müssen wir aber echt auf die Tube drücken. Herausforderung angenommen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Diese Viecher fangen echt an, mich zu nerven. Zumindest ist der Hai noch tiefgefroren. Das hättest du nicht sagen sollen. Wollten wir nicht Sushi aus ihm machen? Der Hai treibt uns in die Fänge des Skorpions. Die arbeiten zusammen. Dann müssen wir sie eben trennen. Ja, wir spielen sie gegeneinander aus. Bingo. Elliot, du nimmst den Gorilla. Pass auf, du großer Affe! Ich krieg dich jetzt! Quinn den Skorpion, Draven den Drachen und Sophia und ich kümmern uns um den Superhai. Die schnellsten für den größten! Na dann, Hai und Beinbruch! Fast geschafft. Der Gorilla braucht wohl eine Brille. Jetzt fahre ich erstmal ein paar Loopings um dich rum. Zu spät. Super haftende Reifen. Wuhu! Du kriegst mich nicht! Zugeschnappt. Boah, check das mal. Raven, wie machst du das nur? Laserpointer. Drachen benehmen sich da genauso wie Katzen. Das ist genau das, was ein Superbösewicht sagen würde. Wusste ich's doch.
Ein Punkt für den Bösewicht. Ihr seid sehr freundlich. Vielen Dank. Ich unterbreche euer Geflirte nur ungern, aber Scorpio und ich sind fast da und er hat es auf meine Reifen abgesehen. Was ist der Unterschied zwischen dir und einer Raupe? Aus der Raupe wird mal was. Jetzt geht's los! Passt auf da unten! Tick! Du bist dran! Wir lassen es? Richtig, krachen! Also das nenne ich... Teamwork! Ja, vier Monster sind erledigt! Fehlt noch ein böser Klon! Ja... Und jetzt? Beeilung! Die ganze Großartigkeit von Hot Wheels City gehört jetzt mir. Er ist weg! Da ist er! Und er hat einen Tetra-Charger gebaut. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Aber ich habe eine Idee. Hey, hey, G-Riders. Hot Wheels City steckt wieder bis zum Hals im Chaos. Niemand scheint zu wissen, was Nevard vorhat, während er in seinem aufgemotzten Coupé ein paar Runden durch die City dreht. Aber er sieht unaufhaltbar aus. Hör, aber Moment. Unsere Hot Wheels-Helden nehmen den Kampf auf. Wenn jemand ihn stoppen kann, dann dieses Team. Los, Hot Wheels-Helden! Los! Das ist unsere Chance. Ich bin bereit! Los! Ja! Los, Sophia! Wir haben es geschafft! Sophia, du hast es geschafft! Wir haben Hot Wheels City gerettet! Die ganze Großartigkeit! Sie ist noch hier! Aber wo ist hier? Oder besser, wann? Willkommen zurück zum Wettkampf der Titanen. Wir berichten diesmal live von Demo Derbys wilder Slalombahn, wo das Chaos regiert. Je verrückter der Weg ins Ziel, desto besser. Wuhu! Wild, irre und siegessicher. Diese Rennbahn ist komplett durchgeknallt. Die Monster Trucks müssen riesigen Wellen aus Gummibändern davonfahren, Bäumen und Autos ausweichen und über rotierende Holzpflöcke springen. Autsch! Auf den Sieger dieses unvorhersehbaren Rennens wartet der Cup der Titanen. Auf geht's! Als erstes treten an Tiger Shark gegen Demo Derby. Mal sehen, ob Demo Derby seinem Ruf gerecht wird. Sehen wir uns das nochmal an. Das muss wehgetan haben. Er ist nicht aufzuhalten. Tiger Shark kollidiert auf der Flucht vor einem riesigen Gummiball mit einem Baum. Demo Derby profitiert währenddessen von seinem Heimvorteil. Er rast den Berg hinunter, schlittert über die Ziellinie und holt sich den Sieg. Da
Das hat Spaß gemacht. Wer will noch mal? Boneshaker, man kennt dich für dein Bad Boy Image. Woher kommt das? Ich bin eine knallharte Bedrohung, dem nichts und niemand Angst macht. Du meine Güte. Ja, weiter geht's. Boneshaker gegen Townhaller. Wer von beiden überlebt dieses ausgeflippte Rennen? Wow, das war eine holprige Angelegenheit. Beide Trucks legen einen schlechten Start hin. Townhaller wird von der Palette ausgebremst, während Boneshaker sich wieder und wieder überschlägt. Und schließlich Hilfe von einem Gummiball bekommt, der ihn über die Ziellinie schiebt. Bei diesem Rennen wird mir schwindelig. Au, oh, mein Schädel! Nacho Mamas gegen Wombat Scoop. Oh, da bekomme ich ja gleich Hunger. Nochmal in Zeitlupe. Je größer sie sind, umso schlimmer die Unfälle. Was für ein Wahnsinnsrennen. Wombat Scoop strauchelt gleich zu Beginn und stößt mit den Holzpflöcken zusammen. Währenddessen gelingt es Nacho Mamas, das Gleichgewicht zu behalten. Er meistert den Parcours mit links und gewinnt! Wer mag's pikant? Mega Rex gegen Bigfoot. Hier treffen zwei Veteranen aufeinander. Was für ein Chaos! Sehen wir uns das nochmal an. Oh! Bigfoot kollidiert mit einem vergrabenen Autowrack und rutscht rücklings die Bahn hinunter. Mega Rex rast unkontrolliert auf die Ziellinie zu und holt sich den Sieg. Was für ein unglaubliches Rennen! Auf ins Halbfinale. Hier wärmt sich gerade Demo Derby für sein nächstes Rennen auf. Demo Derby, wie geht's? Gerade warst du noch dort, jetzt bist du hier. Wie machst du das? Immer alle auf Tab halten. Der ist wirklich schnell. Demo Derby gegen Boneshaker. Dieser Wettkampf wird gleich noch verrückter. Demo Derby läuft auf Hochtouren. Beide Trucks springen über die Palette. Doch dann bringt ein vergrabenes Autowrack Boneshaker zu Fall, während Demo Derby sich weiter auf den Reifen halten kann. Boneshaker gibt aber trotzdem nicht auf. Hut ab! Demo Derby setzt zum Sprung an und fliegt rückwärts über die Ziellinie. Was für ein stilvoller Sieg! Mein Wahnsinn hat Methode. Mega Rex wärmt sich gerade für das Halbfinale auf. Wie fühlst du dich vor diesem wichtigen Rennen? Okay, auf geht's zum Duell. Nacho Mamas gegen Mega Rex. Der Sieger sichert sich einen Platz im Finale. Oh, mir ist schwindelig. Sehen wir uns das nochmal in Zeitlupe an. Mega Rex verfängt sich gleich zu Beginn des Rennens in den rotierenden Holzpflöcken und purzelt den Berg hinunter. Nacho Mamas gelingt es, der Palette im letzten Moment auszuweichen, legt aber einen Sturzflug hin. Doch dann wird Mega Rex von einem riesigen Gummiball getroffen.
So kann Nacho Mamas in Führung gehen und von der Klippe direkt ins Finale springen. Wer läuft jetzt heulen zu seiner Mama? Es ist soweit. Das Rennen, auf das ihr alle gewartet habt. Wird Demo Derby sein Revier verteidigen können? Oder sorgt Nacho Mamas für eine Überraschung und holt sich den Sieg? Der Sieg gehört allein mir. Ich hoffe, ihr mögt's gern pikant. Wer gewinnt den Cup der Titanen und wird zum neuen Champion gekürt? Demo Derby oder Nacho Mamas? Ich kann gar nicht hinsehen. Nacho Mamas schneidet Demo Derby direkt nach dem Start den Weg ab und geht in Führung. Was sich aber nicht für ihn auszahlt, denn er strauchelt und rast gegen einen Baum. Nacho Mamas ist raus. Demo Derby prallt auf seinem Weg nach unten gegen jedes einzelne Hindernis. Au! Er schafft es aber trotzdem bis zur Ziellinie und fährt auf allen vier Reifen den Sieg ein. Einfach unglaublich! So geht das! Demo Derby beweist mal wieder, dass er der waghalsigste unter den Monster Trucks ist und geht aus diesem Heimrennen siegreich hervor. Bravo, Demo Derby! Was für ein wildes Rennen! Bis zum nächsten Mal beim Wettkampf der Titanen! Blechkisten. Die erste Runde war ja noch leicht. Aber jetzt schalten wir einen Gang höher. Die erste Herausforderung sollte euch nur daran gewöhnen, als Team zusammenzuarbeiten. Aber um den nächsten Checkpoint zu erreichen, müsst ihr über den Tellerrand hinausschauen, um den Teller zu zerschmettern. Es gibt verschiedene Wege rauf zum nächsten Checkpoint. Es liegt an euch, es als Team auf den Berg zu schaffen. Denkt dran! Ihr müsst es zu zweit an den Checkpoint schaffen, um eine Chance beim Champions Cup zu haben. Wir werden die Konkurrenz ausspucken wie Kaugummi. Herausforderung angenommen. Okay, ihr Raser, es geht los. Yeah. Nicht zuerst, ich bin der Anführer. Das bist du nicht, so wahr ich Bigfoot heiße. Moment, wo sind denn alle? Es sieht so aus, als ob Tiger Shark und Trace Ace in den wilden Wald fahren. Sie sollten besser ihre Scheinwerfer offen halten. Dieser Wald ist voller Fallen und allem möglichen Chaos. Wir werden dieses Ding hier sowas von gewinnen. Ich kann den Champions Cup förmlich schmecken. Du willst ihn nicht wirklich essen, oder? Nur mal abbeißen. Hey, guck mal. Sieht nach Ärger aus. Hm. Oder nach dem Weg zum Sieg. Komm, los. Gangster und ich sind ein Team, also sollten wir uns auch so verhalten. Wir müssen uns konzentrieren, wenn wir diese Runde gewinnen wollen. Für einen so sauberen Truck bist du ein echter Stinkstiefel. Du musst lernen, etwas Spaß zu haben. Gangster und Pfeifalarm machen sich auf den Weg zu den Klippen auf der felsigen Straße. Wenn sie es zum Checkpoint schaffen wollen, sollten sie besser anfangen, zusammenzuarbeiten. Ich kann Spaß haben, aber ich möchte auch gewinnen. Guck zu und lerne, Gunky. Das heißt, Baby. Ha, nicht schlecht. Hä? Wie hast du denn so schnell aufgeholt? Du hast deine Methoden, ich hab meine. Oh, komm schon. Wir wären bereits am Checkpoint, wenn wir es auf meine Art tun würden. Wir nehmen jetzt diese Abkürzung. Ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist. Außerdem stimmt die Richtung nicht und die Konsequenzen wären... Bla, bla, bla. Jetzt wird abgeschleimt. Ich hätte mir keinen besseren Teamkollegen wünschen können. Megabrex und ich ergänzen uns perfekt. Crash-tastisches Chaos und super coole Moves. Wow, alles klar. Jetzt geht's ab. Zertrümmern und
Das hat Spaß gemacht, aber auch... Au! Oh. Okay, mein Großer, ich glaube, wir sollten... Zertrümmern und brüllen! Doppel-Au! Ich sage, wir fahren in den Wald. Ich sage, wir fahren zu den Klippen. Was wir hier brauchen, ist echte Führungsstärke. Ein Pfad, der weiß, wie man gewinnt, wie man verdrescht und zerschmettert. Und, hey, ich bin noch nicht fertig, damit zu erzählen, wie toll ich bin. Ja. Das ist Wahnsinn! Das ist schmutzig! Das ist... Meine Art ist vielleicht etwas schmutzig, aber sie macht Spaß. Jetzt wird geschleimt. Her mit dem Schleim. Puh, ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Bärenfalle voraus. Aber nicht lange. Fürchte den Wahnsinn. Alles klar, wir sollten in der Nähe des Checkpoints sein. Geht das nur mir so oder ist dieser angeblich ganz nahe Checkpoint in Wirklichkeit ganz, ganz weit weg? Irgendwas stinkt hier gewaltig. Hey! Ich meine doch nicht dich. Lass uns weitermachen. Hey, guck mal! Oh ja! Hier war ich! Was ist los, Bonechecker? Kannst du mit deinem echten Anführer nicht mithalten? Ach ja, dir werde ich's zeigen! Hey, pass auf, wo du hinfährst! Bonechecker, warte! Du fährst geradewegs hin! Sag jetzt nichts! Sieht so aus, als könntest du dich hier nicht durchschmettern, Megabrex. Was? Hör zu, du hast mir echt mit diesem Loop über den Crankshaft Canyon geholfen. Jetzt bringe ich dir ein paar echte Moves bei. Guck zu und lerne! Was du tun musst, ist, lebe schnell und lass es krachen. Lass mich mal! Okay, fahren wir schnell zum Checkpoint. Zertrümmern und brüllen! Ich hab's immer noch drauf. Gangster und Pfeifalarm! Woher kommt dieser Gestank? Das bin ich! Ist das nicht toll? Was hab ich dir gesagt? Team Nummer 2! Gut gemacht, Megarex und Demo Derby! Oh. Wow, was ist denn mit euch passiert? Frag nicht! Gut gemacht, ihr Kracher und Zerschmetterer! Ihr habt es zum zweiten Checkpoint geschafft. Gangster und Pfeifalarm arbeiten sich weiter in den Gewinnerkreis vor. Aber es ist hier nicht zu Ende. Wir müssen noch einen letzten Checkpoint erreichen, bevor es zum Schrottplatz geht und wir herausfinden, wer sich für den Champions Cup qualifiziert. Ja! Oh Mann, wir sind die Letzten. Hä? Ich habe so ein komisches Gefühl unter der Motorhaube, dass uns jemand auf den Arm nehmen will. Das nächste Mal machen wir die Dinge auf unsere Art. Da hast du völlig recht. Genug Leerlauf gehabt. Geht noch mal vor der nächsten Camp Crush-Herausforderung auftanken. Jetzt geht die Post ab. Es geht ab. Los, Hot Wheels. Rückwärtsgang. Okay, das
sie ist physikalisch unmöglich. Es sei denn, du hast Zugang zu einer Art interdimensionalen Nexus oder einem Flaschengeist. Ich weiß, was mein erster Wunsch wäre. Noch mehr von diesen Loopings. Wie wär's, wenn wir diese Diskussion auf festen Boden verlegen? Ich dachte, das hier wäre fester Boden. Folgt mir! So wie du rast, haben wir da eine Wahl? Ein Drache? Komm nicht zu spät zum Abendessen. Superhai? Das geht gar nicht. Dein Allradblock hat Hausarrest. Wir legen uns nicht mit Haien an. Ich misch mich hier trotzdem ein, denn wenn ich diese Superhai-Aktion verpasse, drehe ich voll durch. Achtung, Flosse im Anmarsch! Ich weiß, mein Auto heißt Fast Fish. Trotzdem möchte ich nicht zu Fischfutter werden. Sie ist weg. Ist noch jemand von euch am Ausflippen? Ja. Puh, ich dachte schon, ich wäre der Einzige. Ich drück jetzt mal ordentlich auf die Tube. Macaroni mit Käse. Danke fürs Hochschleudern, Draven. Drunter und drüber. Na toll. Und wo ist er jetzt? Wie macht er das? Ich habe da eine Idee, aber ich muss erst mal einen Blick auf die ultimative Garage werfen. Okay, während wir das Ding hier beschäftigen, können du und Draven dort schon mal eure Superhörner zusammenstecken. Bin dabei! Und beeilt euch, mein Auto ist nicht haifest! Komm, beschäftigen wir sie etwas. Ich nehme den Drachen, du nimmst den Gorilla und wir treffen uns bei der unmöglichen Absprungrampe. Geht klar! Hey du, heißes Ding! Hier riecht es ganz schön nach Affenhintern. Draven, mein großer blauer Freund und ich sind auf dem Weg. Frankenfeuer und ich werden da sein. Gemacht. Du auch. Ist das ein Tetra-Verstärker? Deswegen glüht auch das ganze Gebäude. Es scheint so, als benutze er die Tetra-Flamme, um die Energie aus der ganzen Stadt zu saugen. Wo locken wir dieses Ding hin? Auf eine wilde Fischjagd. Hochgeschwindigkeit und lahme Witze? Hammer. Ich hoffe, Quinn hat ein paar Antworten bereit, denn irgendwann geht uns der Saft aus. Ja, aber auch Hot Wheels City. Seht mal! Er saugt förmlich die Großartigkeit aus Hot Wheels City. Wozu braucht er so viel Energie? Keine Ahnung, aber es ist so heiß, dass meine Computersysteme durchschmoren könnten. Er benutzt höchstwahrscheinlich ein Kryoschild, um die Temperatur zu regeln. Computer sind nicht dafür vorgesehen, bei extremer Hitze oder Kälte zu funktionieren. Das sind Haie auch nicht. Genial! Vielen Dank. Wenn es von dir kommt, ist das ein Riesenkompliment. Gleichfalls. Aber wenn das alles hier irgendwann vorbei ist, werden wir wieder zu Feinden. Erzfeinden. Lass uns jetzt den anderen helfen. Okay, das ist seltsam. Schließlich bin ich die Schnellste von Hot Wheels City. Zweitschnellste. Das besprechen wir später. Wenn er auf einen von uns losgeht, dann sollten die anderen ihn rammen. Die Nase des Hais ist sein Schwachpunkt. Irgendwie bin ich froh, dass du so viele Naturdokus siehst. Ich glaube nicht, dass wir noch lange durchhalten. Ja, ich hab Hunger. Ich bin so hungrig. Ich glaube, ich höre den Eiswagen. Tust du auch. Sieh mal. Danke. Was ist das für ein Ding? Unser super cooler Gefrierstrahl-Eiswagen. Ich schätze, Eiscreme hat er nicht an Bord.
Q denkt auch wirklich an alles. Habt ihr einen Plan? Wenn wir den Hai dazu bringen könnten, komplett aus dem Boden herauszuspringen, kann ich ihn erledigen. Herausforderung angenommen. Also, was bringt es uns nochmal, wenn wir den Hai vereisen? Könnte es sein, dass Haie wechselwarme Tiere sind? Wechselwarm? Wechselwarm, das heißt, ihre Körpertemperatur hängt von der Temperatur ihrer Umgebung ab. Wenn wir ihn super schnell runterkühlen, wird er sich nicht mehr teleportieren können. Dann auf zur Skyline-Straße! Gute Idee, die ist so weit oben, dass der Hai vollständig auftauchen muss, um uns zu schnappen. Na komm und schnapp uns doch, du Kaulquappe! Gib's ihm, Quinn! Gib's ihm! Woohoo! Ist das der Hammer, G-Riders? Ist das der Hammer? Ihr könnt Maria G jetzt Hausarrest geben, aber ihre Drohne haltet ihr nicht auf. Der G-Ride ist also wieder am Start. Was haltet ihr davon abzuhauen, bevor das Ding wieder auftaut? Hat hier jemand Lust auf Sushi? Vielleicht später. Wir haben den Hai erledigt, aber eine Rechnung ist noch offen. Eine große. Wir kriegen dich noch, ne Wart. Wir sind zurück beim Wettkampf der Titanen. Wir berichten live vom Megarex Meteoritenkrater, wo die Rennbahn heiß, heißer am heißesten ist. Danke für deinen Empfang, Megarex. Hast ein zauberhaftes Heim. Mal sehen, was die Monster Trucks heute erwartet. Erst müssen sie über Vulkangestein fahren. Ah, Asteroiden. Die Trucks, die nach diesem Asteroidenschauer noch im Rennen sind, durchqueren einen riesigen, brennend heißen Krater und können ins Ziel springen. Wow, das hat Megarex aber nicht erwähnt. Ein hungriger Chomping-Megarex ist hier, um ein paar Trucks zu futtern. Wer wird als Sieger hervorgehen und den Cup der Titanen nach Hause bringen? Auf geht's! Und eins... Motosaurus gegen... Megarex! Was für ein Auftakt! Sehen wir uns das nochmal an! Beide Monster Trucks legen einen heißen Start hin und weichen gekonnt den Asteroiden aus. Sie stürzen sich in den Meteoritenkrater und... Autsch! Motosaurus strauchelt und schafft es nicht mehr raus. Megarex zieht wie ein Champion an ihm vorbei und purzelt über die Ziellinie. Tolle Leistung von unserem Gastgeber. Wir sind gerade live mit Demo Derby. Hast du schon einen Plan, wie du die Legende Bigfoot schlagen willst? Bigfoot hat nicht die geringste Ahnung, was da auf ihn zukommt. Wird ein legendäres Rennen. Demo Derby gegen Bigfoot. Unglaublich! Keiner von beiden lässt sich von den Asteroiden aus der Bahn werfen. Doch im Krater verliert Bigfoot den Halt und stürzt ab. So kann Demo Derby ungehindert ins Ziel schießen. Demo Derby gewinnt. Nun, das war wild. Hier kommt auch schon der hungrige Dino. Chomping Megarex stürzt sich auf Bigfoot. Und mit einem Hops ist er weg. Ich bin der Größte. Als nächstes. Invader gegen... Race Day.
Ein echtes Fotofinish. Das müssen wir uns nochmal in Zeitlupe ansehen. Beide Trucks drücken gleich zu Beginn ordentlich auf die Tube. Sie durchqueren den Krater Reifen an Reifen. Wer hat die Ziellinie als erstes überquert? Wie es aussieht, hat Invader die Nase vorn und sichert sich seinen Platz im Halbfinale. Das war galaktisch! Rhino-Mite gegen... Pfeiffer! Der Sieger erreicht das Halbfinale! Unfassbar! Nochmal in Zeitlupe! Die Trucks legen einen soliden Start hin und rasen durch den Asteroidenschauer. Pfeiffer liegt in Führung, vermasselt dann aber den Absprung. Rhino-Mite nutzt das schamlos aus und springt als erster ins Ziel. Rhino-Mite gewinnt. Volltreffer! Der frisst wirklich alles und jeden! Megarex hat ganz schöne Hauer. Verbrauchst du viel Zahnpasta? Auf ins Halbfinale. Megarex gegen Demo Derby. Einer gewinnt, einer endet als Snack. Das war völlig verrückt. Sehen wir uns das nochmal an. Die Trucks weichen nur knapp den Asteroiden aus und rasen in den Meteoritenkrater. Megarex geht leicht in Führung und setzt zum finalen Sprung an. Doch Demo Derby schaltet einen Gang hoch und holt sich den Sieg. Demo Derby ist im Finale. Ich hab alles gegeben. Was ist da los? Job in Megarex scheint endlich satt zu sein. Rhino-Mite wärmt sich gerade fürs Halbfinale auf. Was ist deine Strategie? Ich zerstöre einfach alles, was mir in den Weg kommt. Okay. Invader gegen Rhino-Mite. Wow, das war ganz schön knapp. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Beide Trucks legen einen guten Start hin. Invader nimmt auf der Abfahrt Geschwindigkeit auf und erreicht den Krater vor Rhino-Mite. Invader wird von Asteroiden getroffen. Beide Trucks springen in die Tiefe. Rhino-Mite überquert die Ziellinie als erster. Demo Derby wird sich im Finale gegen Rhino-Mite messen müssen. Aufs Horn genommen. Soweit, das Finale. Eine unvorhersehbare Wildcard gegen den brüllenden Rhino. Wer von beiden landet auf Platz 1? Bin geladen und entsichert. Niemand ist schneller als ich. Bahnfrei für die Finalisten. Wer bringt den Cup der Titanen nach Hause? Finden wir es raus. Rhino ist gegen Demo Derby. Die
Trucks jagen Kopf an Kopf auf den Asteroiden. Schau mal zu. Thermodavi geht kurz vor dem Krater in Führung. Oh nein! Rhinomite wird von einem Asteroiden getroffen und fliegt aus der Bahn. Demo Derby legt eine perfekte Landung hin und fährt mühelos über die Ziellinie. Demo Derby gewinnt den Cup der Titanen. Ja, so geht das. Cooler geht's nicht. Demo Derby schafft es an die Spitze und holt sich den Cup der Titanen. Danke fürs Zuschauen und nehmt euch vor hungrigen Dinos in Acht.